Und damit herzlich willkommen zurück bei A Story About My Uncle. Oh, another one. This one says, welcome home. Na, es freut mich aber. Und wir sind im nächsten Abschnitt angekommen, nachdem wir das letzte Mal... Warum wird das denn so hell, wenn ich da mich wegdrehe? Ist ja wirklich sehr auffällig. Naja, jedenfalls, nachdem wir das letzte Mal gerade eben so noch entkommen sind. Von dem großen Glubscher. Ob es das jetzt damit gewesen ist... Das weiß ich nicht. Was ist das denn für ein riesen Luftschiff? Oh. Wow. Aber hallo. This is it. This is where the Strays built their village. And what a beautiful place they chose. Just look at the sky. Hm. It is so big. Yeah, nice. In der Tat recht nice, aber das Luftschiff ist weg. Vielleicht kommt ja gleich noch mal eins wieder. Den wir dann uns transportieren können, mit dem wir reisen können. Mal gucken. Hier gibt es sonst nichts, ne? Ich glaube nicht. Welcome home. Ja, gilt das auch für uns? Da ist auf jeden Fall ein Steinchen. Sollen wir es mal wagen? Und upsi. Ja, guck mal. Gar kein Problem. Hier, schön, schön, schön. It was a relief to finally feel the sun on my face and a gentle breeze in my hair. After all these caves... Just breathing fresh air again was enough to clear my mind of any doubts I might have had about this strange journey so far. Hm. Schön. Da zu diesem Türmchen würde ich gern hin. Wir haben das Werkzeug, um überall hinzugelangen, wo wir möchten, fast jedenfalls. Oder einfach unsere Füße. Das ist auch möglich, so dahin zu kommen. Können wir machen. Ja, guck mal, noch mehr Kristalle. Können wir die nicht alle mitnehmen? Alle nuckeln, weißt du? Überall mal dran lecken, dann können wir bestimmt unendlich viel... Aha. Unendlich oft grappeln oder so. Hier vielleicht irgendwas... Hier biebt auf jeden Fall was. Ja, 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 ja. Hab's noch ganz genau gehört. Hier irgendwo? Ja! Guck mal, hier. Schön, schön, schön. Aha. Da geht's jetzt irgendwie weiter. Was ist das da? Komisches Gerät, komische Mühle irgendwie da auch. Hä? Irgendwelche Windräder oder so. Naja, probieren wir es mal hier. Und... Gut. Gut, 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 gut. Flupp. Und das sind hier alles Freds komische Runen. Ja? Der Fred war hier also auch... Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Oh, na dann folgen wir mal seinem Pfad. Folgen wir mal seinen Spuren. Damit können wir nicht falsch liegen, oder? Es sei denn natürlich, er hat sich irgendwo hart auf die Fresse gelegt. Dann sollten wir ihm vielleicht nicht folgen. Und ups. Na, ah, das war nicht hübs. Mist. Ah, schaffe ich es gerade nur so? Ah, schade. Letzter Versuch. Verkackt, verkackt. Aber kein Problem. Mein Checkpoint. Und hüps. Und dahin. Hüpsi. Yep. Wow. Gut. Ja, wahrscheinlich kann man sich, also wenn man es kann man sich hier bestimmt auch flüssiger und schneller und toller hin und her bewegen. Ich kann es nicht. Aber... Ich gebe mein Bestes. Ich versuch's doch. Ja, oh, es wird aber. Ein bisschen ist. Ein Zahnrad. Okay. Dahin? Könnte sein. Ich probier's mal. Upsi. Oh, aber gerade eben so. Jo. Und zwei. Dahin oder dahin? Ah, komm schon. Boah, ja, Mist. Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden. Hm, ja. Ja. Ups. Nochmal. Upsi. Und flupp. Und flupp. Ja. Und wir sind schon wieder hier. Eins. Zwei. Und jetzt einmal so
um die Ecke, dachte ich. Ja, einmal so rum, weißt du, aber nee, hat nicht gut geklappt. Man muss schon von hier aus abspringen, oder? Ja. Nicht gut gesprungen. Mist. Kann ich da direkt hin? Ist keine gute Idee. Nein. Nein, das war zu voreilig. So. Und Jump. Grapple. Jetzt müsste ich eigentlich schon loslassen. Ja, guck mal, das führt uns ein. Okay. Das hilft uns ein bisschen, wie es aussieht. Psi. So. Along my journey, I had seen many pieces of floating rock. But here, they were much bigger. Some were big enough to fit whole villages. How was this possible? Maybe it had to do with the crystals that seemed to be everywhere. Sind das Wachstumskristalle oder wie? Nur die in einen Felsen stecken und dann wächst er bis ins Unermessliche. Kann sein. Da war. Und dann über das Rad und dann weiß ich nicht. Wir werden es erleben. Wir hatten gerade einen Checkpoint gekriegt, glaube ich, ne? Insofern, probieren wir es mal. Ach so, da sind noch mehr Steine. Ah, Steine. Das war nicht die Idee, wie es aussieht. Vielleicht doch eher auf den Felsen da. Ja, mit Hyperspeed einfach direkt raus und bam. Ja. Und da so. Ne. Das war's nicht. Ist irgendwie von hier aus sehen, wo man da hin muss? Ich vermute mal auf den Felsen da. Sicher bin ich mir nicht. Überhaupt nicht. Ja, und so und. Ja, passt. Komm. So knapp. So knapp. Nein. Hätte ja klappen können. Wirst du wohl. Vielleicht direkt dahin. Und dann dahin. Ja, irgendwie so. Läuft. Nice. Und jetzt da. Boah, ist auch schon eine ganz schöne Ecke, wa? Das ist schon eine ganz schöne Ecke. Kann ich da so hin? Ja. Dann vielleicht da. Das war nicht gut. Wenn das denn wirklich das Ziel ist. Nochmal gucken. Einfach daran, ne? Hier ist noch eine Plattform. Gut. If the legends were true, the stray civilization was younger than the village. Yet they were making great progress. They invented crystal-powered machines, produced their own fabrics, and built houses out of bricks and stone. It was like a civilization was forming before my eyes. Ja, in der Tat, durch diese Kristalle sind die Dinger ja angetrieben, Mann. Interessant. Und für dahin, frage ich mich, ob ich mich an dieses Ding hier hängen kann. Ja, da war doch ein Symbol. Ah, das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Sind wir hier? Was? Ich dachte, wir hätten einen Checkpoint gehabt. Okay. Dann noch einmal hier und dort und na, das war jetzt nicht so gut. Andersrum muss es. Erstmal klein und dann auf den großen, glaube ich. Oder? Psi und hüps. Klein und dann auf den großen, jawohl. So. So, wollen wir mal probieren? Ne, da ist ja ein Symbol. Hier. Oh, jetzt halte ich mich aber gut fest. Ja. So.
Weiter, weiter, weiter. Und dann, da ist ein Stein, ja. Ich lass mal los. Und komm, gib ihm. Nicht zu lang, nicht zu lang, auch nicht zu kurz. Ich wollte jetzt wieder rechtzeitig loslassen, das war aber zu kurz. Blöd. Komm schon. Komm schon. Hier ein Checkpoint, das wäre nett. Das wäre sehr, sehr nett. Und dieser Stein, der ist total blöd platziert einfach. Da donnert man immer gegen. Mit der Maddie natürlich. Ach so, die ist ja auch noch da. Alles gut da hinten? Alles in Ordnung, ne? Passt schon. Und vielleicht einfach so ein bisschen fallen lassen, damit wir so mehr Schwung haben. Mehr Schwung. Ja, hier, guck mal. Sehr gut. Geil. Mal so ein bisschen länger fallen lassen, um mehr Schwung zu kriegen und auch nicht direkt gegen den Felsen zu ballern. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ist da noch irgendwas? Hier so. Sieht doch verdächtig aus irgendwie. Ja. Ich dachte irgendwie so ein Aufzeichnungsgerät oder so etwas, weißt du? Auf jeden Fall ein Checkpoint. Nehme ich auch gern mit, auf jeden Fall. Auf jeden. Also ich höre jetzt hier zumindest gerade nichts rumbiepen. Ja, dann frage ich mich, Moment, ich will nochmal eben zurückgehen. Geht es denn hier in die andere Richtung auch weiter? Boah. Nicht so schnell, Junge. Hier, so, hier, 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 hier. Hier. Oder gibt es hier vielleicht irgendwie ein Special? So, ist nur die Dinger, ich dachte schon. Wow. Also. Aha. Das ist hier irgendwie Ochi Memorial. Stein. Was steht hier? How come they didn't use crystals in the village like that? Didn't they have any? They did have a few, but never used them. The villagers thought the crystals were sacred, that they were the source of life and shouldn't be fiddled with. Vielleicht. Wait, didn't Fred use them? For his power cores, yes. I guess he was an exception. The strays, on the other hand, they mined crystals and used them for all sorts of machinery and decorations. They praised them too, just in another way. Ja gut, ne? Ich meine, wenn die so nützlich sind, dann macht auch was draus, okay. Oder? Oder wird dann irgendein, weiß nicht, irgendjemand böse oder so, weißt du, das Augenmonster. Sind vielleicht seine Kinder, diese Kristalle. Dann hat man natürlich verkackt. Dann tut's mir sehr leid. Dann hätte man die besser als heilig erachten sollen und in Ruhe lassen. So, jedenfalls müssen wir dann hier doch irgendwie entlang, ne? Der Checkpoint spricht auf jeden Fall auch dafür. Da. Entschuldigung. Ja. Ja, vielleicht da. Kommen wir da ran? Ja. Das passt. Nur ein bisschen fallen lassen und dann, ja, und dann. Genau, genau, genau. So macht der Ochi das nämlich. Und jetzt da und da und... Kommen wir echt da hinten hin? Gucken. Einmal. Und... Komm schon. So. Hey, jawohl. Let's play a game. Erschreck mich nicht so. That you can't get through this part without using the grapple device. Wo denn? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Maddie? Hier, guck mal, wir setzen uns einfach hier auf die magische Decke und fliegen durch das Level. Das ist die Alternative. Ich weiß nicht. Also, ich sag mal so, ich würde gegen mich wetten. Ups. Told you, you couldn't do it. Ja, ich dir auch. Keine Ahnung, ob es wirklich eine Möglichkeit gibt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Maddie will's wissen, ne? Maddie will's wissen. Warte mal. Übersicht verschaffen. Da irgendwie.
Oder? Können wir uns den festhalten? Ja. Eventuell. Ja. Wah. Alles gut. War da noch irgendwie eine Insel? Kommen wir da jetzt her? Irgendwie so aus der groben Richtung. Jedenfalls, da unten kann man sich auch dran grabbeln. Hier machen wir einfach mal einen großen Sprung. Ah, da kann man sich sogar auch noch ein bisschen dran ziehen. Warte mal. Macht es Sinn, da nach unten mal zu gucken? Da war doch irgendwas. Das sieht man von hier aus kaum. Da. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir dann safe wieder hochkommen. Weiß nicht. Ich traue mich nicht. Bin ein Angsthase. Jetzt müsste die Maddie irgendwie einen Einwand haben. Dann würde ich es vielleicht doch nochmal versuchen. Hier. Traust dich nicht. Besser ist das. So, und wie sieht es jetzt hier aus? Da müssen wir uns irgendwie dran kleben. Oh, da war ein Stein da. Passt. Komm schon. Scheiße. Da. Mist. Hüpsi. Erstmal hier. Was sind das für komische Steine? Die sind mir auch schon mal aufgefallen. Die sind irgendwie nicht so hübsch, oder? Nicht so richtig kristallig. Naja. So, wir probieren es nochmal. Und... ja, vielen Dank. Hier vielleicht. Oh nein, ich habe einen verkackt. Einen verpasst. Versuche mich mal da dran zu grabbeln. Ja, der lässt bestimmt gleich los, wa? Jetzt bräuchte ich noch einen. Ich bräuchte noch einen Hook. Oder? Oh, gerade eben so. Alter. Oh, what's that? Ja, es war schieres Glück. War das? Wattu-Stiefel? Upgrade your suit. Ja, they look pretty powerful, right? Ja, die sahen auf jeden Fall ziemlich fett aus. Das können wir gleich mal testen. Was sollen wir machen? Mit was? Mit Raketen. Okay. Mal anprobieren. Selbstschnürend. With this addition, the suit felt at least 20% cooler. Das auf jeden Fall. So, und was können wir damit? Irgendwie Double Jump? This is awesome! Was? Hüpf und... It was awesome. I don't know how to describe the feeling of bursting through the air. Like a bullet. So fast that my eyes watered and my belly was full of butterflies. Never fully in control, but still feeling like the coolest kid in the universe. I guess I just described it, didn't I? Naja, es war eine Beschreibung. Das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Das ist ja nett. Wow. Kann ich gedrückt halten? Ja, so ein bisschen. Ich will nochmal eben probieren. Wenn ich jumpe und nur kurz drücke, gibt es auch nur einen kurzen Burst. Quasi gar nicht. Alles klar. Jetzt da vorne hin. Boah, es ist gefährlich. Es ist auch gefährlich. Da wird sich der Ochi auf die Fresse legen. Ich sehe es doch schon kommen. Und? Gibt es hier was zum Einsammeln? Boah. Schon geil. Auf jeden Fall. Hier können wir uns auch ein bisschen hinsetzen, die Aussicht genießen. Ich dachte, hier ist vielleicht noch ein Dings, ne? Ein Aufzeichnungsgerät oder so, aber ich höre jetzt gerade nichts. Nö. Okay. Naja, dann probieren wir es vielleicht mal hier. Hier, so dachte ich, in die Richtung. Es sieht doch schon nach Startrampen aus hier, ne? Dann vielleicht da dran grabbeln? Ausprobieren. Und BAMS! Yo! Oh, gerade eben so. Kann ich nochmal? Nee. Ich kann nicht nochmal die Raketen aktivieren. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Okay, die Axt sollten wir mitnehmen, falls wir wieder ein Augenmonster treffen. Vielleicht wenigstens eine kleine Chance. Gut. Ich will weiter fliegen. Ich will mehr fliegen. Bam!
Hier? Hier vielleicht? Nach da. Ja. Oh, nee. Voll gegen den Felsen gedonnert. Noch einmal. Was ist das für eine Höhle hier? Ach so, da geht's nur durch. Ja. Okay. So geht's auch. Und einmal so. Jo. Endlich kann ich Space benutzen, um zu springen. Ja. Ist das eine... schaffe ich nicht. Mist. Ist das eine vollwertige Alternative zu dem... zu diesem Sprung hier? Eigentlich schon, oder? Ist doch sehr ähnlich, auf jeden Fall. Und bam. Das war zu hoch. Ein bisschen fallen lassen. Das passt nicht. Oder? Könnte sogar noch. Zu weit, Mist. Dumm. Noch einmal. Hüpsi. Jetzt habe ich gar nicht die Raketen gestartet, aber passt eigentlich, oder? Oder kann ich mir die... Oh, warte mal. Kann ich jetzt starten? Ja, kann ich. Das ist der Trick. Das soll mich das hier lehren. Ja. Dass man das erst später benutzt. Boah. Passt. Gut. Und hier? Mach's mal. Oh, das war ein bisschen kurz. Oh, das war nicht so gut. Na, nach da oben müssen wir, ne? Ah. Naja, gut. Vollwertige Alternative von wegen. Wir können ja einmal den hier benutzen. Und dann später, wenn wir es benötigen, den anderen Sprung. Ja. Das macht natürlich Sinn hier zum Beispiel. Jetzt einmal. Oh, das langt nicht, aber von der Idee her, ne? Wir können natürlich beides kombinieren. Ja. Springe weiter, indem du die Stiefel später aktivierst. Und ziele irgendwas. Ziele höher. Ja, das macht Sinn. Okay, pass auf. Das wollte ich nicht. Aber ist egal. So. Und so. Und hier, höher zielen. Einmal so richtig in den Himmel. Ja, und jetzt bräuchte ich noch einen Grapple. Jetzt wäre noch ein Grapple gut gewesen. Hüpsi. Und hüpsi. Und ja. Und ja. Ah, shit. Wird wieder nicht passen. Nee. Leider nicht. Kann ich mir einen Grapple sparen? Eher nicht, ne? Das sind schon 3 Steine, die wir da erwischen müssen. Ups. Und. Ups. Und. Ich muss das mit dem Grappeln irgendwie anders machen. Da muss ich irgendwie zwischen den Felsen schon mal die Raketen aktivieren, damit ich dann richtig mit Schwung irgendwie den letzten dann nehmen kann oder so. Das könnte auch sein. Probieren wir es mal aus. Ich mache Grapple. Ich aktiviere die Dinger. Jetzt Grapple. Das war nicht gut. Das ist ziemlich hoch da auf jeden Fall. Ja. Ist da schon einen ziemlichen Höhenunterschied. Überwinden, wow. So. Ja, guck mal, wenn man sich so richtig schön nach oben tragen lässt. Ich hätte mich noch weiter fallen lassen sollen vielleicht. Beim letzten Felsen. Eventuell. Probieren wir nochmal. Ja, damit ich so... Ich will halt nur auch nicht verpassen... Den Moment, wenn ich nicht mehr greifen kann, wenn ich den Felsen nicht mehr erreichen kann. Es wird besser, aber irgendwie nicht so richtig. Ist das Mist. Mist. Nochmal. Los und go. Jetzt wäre ich hier wirklich den... Ich bin wieder dagegen gedonnert. Mist. Nee.
Ich habe auch inzwischen ein bisschen was weggecuttet oder so. Es ist möglich. Ich habe natürlich nur 2 Anläufe gebraucht. Das ist so. Keiner gemerkt. Und hoch und bam. Oh, sind wir höher als sonst? Vielleicht höher, aber nicht gerade weiter. Bam. Ja. Nein. Maddie, sag doch mal, hast du nicht einen verdammten Tipp für uns? Weil das, ich kann das nicht. So. Und Speed, vielleicht so ein bisschen Speed aufnehmen. Fast. Okay, ich habe eine Idee. Pass auf. Wenn wir vielleicht hier grappeln, hier nutzen wir auch den Grapple Hook. Für den letzten Sprung, da machen wir einfach so. Und wir heben uns den Grapple auf für hier. Komm. Boah, ob es jetzt so gedacht ist oder nicht, keine Ahnung. Aber es hat funktioniert. Es hat letztendlich funktioniert. So, nächste Herausforderung. Ja, Checkpoint haben wir, das ist schon mal gut. Einmal hier. Wow. Oh, gut, das ging jetzt. Das war in Ordnung. Just think of the possibilities. Was für Sachen? Whole machines are powered by them. I almost can't believe it. Ah, so funktionieren Zahnräder nämlich, ne Kinder? Hier habt ihr es zuerst gesehen. Zahn auf Zahn. Habe ich die Maschine angehalten? Ach nee, sie geht wieder runter. Okay, alles klar. Müssen wir nach da unten irgendwie? Irgendwie unter dem Felsen durch, kann das sein? Guck mal, wir probieren es mal. Hier einmal. Oh, das war blöd. Mist. Kann ich eventuell... Es langt nicht, ne? Jetzt habe ich leider ein Grapple zu wenig. Ja, aber das wird funktionieren. Beim nächsten Mal wird es funktionieren. Einmal. Achso, wir sind wieder hier. Na gut. Und hüps, und hüps, und waha. Ich meine jetzt, beim nächsten Mal wird es funktionieren, natürlich. Hüpsi, und hüpsi, uha, wa. Es ist manchmal irgendwie ein bisschen schwierig, die Distanzen abzuschätzen. Das waren ja ziemlich kleine Steinchen, die sehen irgendwie so weit weg aus, sind sie aber gar nicht. Die sind einfach nur sehr klein. Und die sind dann sehr schnell da. Darf man sich auch nur ganz kurz dran grappeln? Ansonsten hat man verkackt. Was? Okay, das war jetzt irgendwie merkwürdig. Ich wurde wieder zurückversetzt irgendwie. An einen anderen Ort versetzt. Also. Und einmal ganz in Ruhe. Das war zu lang. Das war nicht mal zu lang gewartet. Zu kurz eher. Zu kurz gewartet. Hätte noch weiter nach unten gemusst. Irgendwie werde ich nicht warm mit der Steuerung, ne? Weiß ich nicht. Ich mache gleich mal eine Pause. Dann geht's das nächste Mal vielleicht wieder besser. Weil, weiß ich, wenn ich so direkt auf den Felsen zufliege, dann was soll ich machen? Dann komme ich da nicht. Komme ich da nicht rum. Das funktioniert nicht. Ne. Mist. Mist. Ich brauche ein Päuschen davon. Hier, so vielleicht eher und dann so. So rum, dachte ich. Weißt du, so rumschwingen. Mist. Komm, das hat doch eben ganz gut funktioniert. Das hat doch eben beim ersten Mal funktioniert. Hab ich doch noch gesagt, gar kein Problem. Ja, das war die falsche Richtung. Komm ich ja wieder zurück. Fast. Mist. Komm, einmal so. Flupp. Oh, gerade eben so. Komm. Passt. So. So, und noch einmal. Also, jumpen. Flupp. Jetzt schön warten. Hoch.
Jetzt vielleicht sogar einmal die Schuhe benutzen. Warum eigentlich nicht? Ich komme da nicht ran. Was? Ah, Alter. Mach doch nicht sowas, Mann. Ah, ist das nur ein bisschen nervig. Guck mal hier, ich benutze einfach meine Schuhe. Wow, das war ja so episch. Und noch einmal. Und noch einmal hier und da und... Komm, benutze einfach deine Schuhe, was soll's. Hier. Ja, dahin. Und einmal dahin. Und... Jetzt einmal mit den Schuhen hoch. Boost, boost, boost. Oh, da komme ich aber gerade eben so hin. Meine Fresse. Komm schon. Ist es denn die Possibility, ey? Ist es denn die Möglichkeit, Mann? Lecco mio. Komm, die Folge ist schon viel zu lang. Wir müssen langsam mal zum Ende kommen hier. Beziehungsweise wahrscheinlich habe ich ziemlich viel weggeschnitten. Das kann auch sein. Hier. Noch einmal. Upsi. Und hüps. Und warten, warten, warten. Einmal Boost. Volle Pulle. Und dran grappeln. Jawohl. Und jetzt hier drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. So, ich würde gern irgendwie zum nächsten Abschnitt gelangen, damit es sich auch... Ja, damit wir irgendwie ein vernünftiges Folgenende haben, das Sinn macht. Schaffen wir das vielleicht noch irgendwie? Wohin? Da. Ja. Und grappeln. So. Alles klar. Ja, es ist hier irgendwie alles noch Vorgeplänkel, um mit den blöden Schuhen, mit den Raketenschuhen zu üben, ne? Komm ich da ran? Ja. So. Ja. Ja. Und zum nächsten. Gut. Ah. Gut, 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 gut. Und die Schuhe aufsparen, die Raketen aufsparen am besten. Kann ich mich hier irgendwo... Ja. Boah. Ja, ist in Ordnung. Und da unten müssen wir hin, Mom. Und die Schuhe. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Warum denn ausgerechnet zwischen die beiden Stege, weißt du? Natürlich, natürlich. So macht der Ochi das nämlich. Okay. Ich erstmal so dahin. So, das war der Trick. Das war der Trick. Ist denn hier irgendwo ein Checkpoint? Muss man die Checkpoints vielleicht manchmal ein bisschen suchen oder so? Das kann auch sein. Will ich nicht mal ausschließen. Oder alternativ ist es einfach so gedacht, dass man nicht so oft verkackt wie ich. Das kann auch sein. Einmal. Und nächstes. Wow. Dann hier dran. Ja. Genau. Und jetzt mit Schwung in diese Richtung. Da. Komm. Das müsste auch passen. Jawohl. Gut. Wow. Fast noch weggeschubst worden. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. So, nächster Checkpoint. Haben wir es denn bald mal geschafft? Vielleicht sind wir ja irgendwie gleich bei dem großen Felsen da oder so. Dann können wir eine Pause machen. Können wir eine Pause machen. Ah. Ups. Ein bisschen zu viel Schwung. Ein bisschen zu... Mit zu viel Elan. Mit zu viel Elan gesprungen. Dabei sind das doch hier eigentlich ganz triviale Sprünge. Ganz easy. Gut, geht so. Ja. But ahead of us lay what looked like a proper town. The strays from Maddie's stories. I could imagine how she must have longed to meet them all her life. And now, here they were. Here they were. Naja, geht so. Also, mir ist das auch schon aufgefallen, dass wir hier tatsächlich irgendwie noch nicht so richtig Leute gesehen haben. Zumindest nicht die Streuner.
Natürlich haben wir vorhin die komischen Reptilienmenschen gesehen, aber die Streuner? Nee, nicht so. So, und so, und so, und dann Boost. Das langt nicht. Das langt bei weitem nicht. Aber das wäre ein guter Ort, um zu pausieren. Ja, da können wir Rast machen. Da können wir ein bisschen Rast machen. Gibt es da ja auch ein Bierchen? Das wäre gar nicht mal so schlecht. Boah. Ich glaube, ich brauche mehr Speed. Ich brauche mehr nicht Boost, aber mehr Anlauf. Deutlich. Noch einmal. So. Und so. Vielleicht so in die Richtung müssten wir uns halt ziehen, aber naja, ne? Ah, komm, 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 komm! Cool! Those must be the strays! I want to greet these people myself. Let me off. Lass mich runter. Das machen wir aber erst das nächste Mal. Ich brauche eine verdammte Pause. Ihr wahrscheinlich auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Durchhalten und vielleicht sieht man sich ja in der nächsten Folge wieder. Mal schauen. Vielen Dank nochmal. Und bis dann, macht es gut und tschüss.